Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, seit langer Zeit beschäftige ich mich auch aufgrund persönlicher Betroffenheit mit dem Narzissmus sowie dessen Auswirkungen auf Familie und Gesellschaft. Erst seit etwa 5 Jahren ist das Thema immer mehr populär geworden und auch bei YouTube gibt es zahlreiche Videos dazu. Überwiegend wurden diese von Fachleuten, Opfern von Narzissten und seltener auch von an Narzissmus erkrankten Personen ins Netz gestellt. Der Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die in der Kindheit ihren Anfang nimmt, sich schleichend entwickelt und in verschiedenen Formen und Ausprägungen auftreten kann. Einerseits ist es gut, dass die Öffentlichkeit immer mehr für diese Erkrankung sensibilisiert wird. Andererseits finde ich es erschreckend, wie viele Menschen heutzutage davon betroffen sind. Leider ist Narzissmus nicht nur ein Problem für die Person, bei der er diagnostiziert wurde, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf dessen näheres Umfeld, insbesondere die Angehörigen, wobei sogar mehrere Generationen dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Narzissmus ist kein ausschließlich männliches Phänomen. Auch Frauen können davon betroffen sein. Es gibt sowohl narzisstische Einzelpersonen als auch Ehepaare. Aus den Kindern, die zunächst Opfer sind, können später im ungünstigsten Fall ebenfalls Narzissten werden. Die Auswirkungen des Narzissmus sind auf die Dauer massiv schädigend, nicht nur auf psychischer, sondern auch auf körperlicher Ebene. Sie können Menschen nicht nur nachhaltig beeinträchtigen, sondern deren Lebensplanungen zerstören oder sie sogar in den Tod treiben. Das Leid, das aus dem Narzissmus entspringt, gebiert immer wieder Schmerz in vielfältigen Schattierungen. Es ist eine dauerhaft sprudelnde, toxische Quelle. Der Narzissmus verbreitet sich geradezu seuchenartig. Immer mehr Betroffene melden sich zu Wort und wollen nicht länger schweigen. Die Erkrankung ist nur schwer und meist mühsam und langwierig therapierbar, obgleich es mittlerweile einzelne Therapeuten gibt, die sich an dieses komplexe Phänomen heranwagen. Ich bin davon überzeugt, dass uns der Narzissmus in den kommenden Jahrzehnten zunehmend beschäftigen wird und dass es auch wissenschaftliche Studien zu dessen gesellschaftlichen Auswirkungen sowie über den wirtschaftlichen Schaden geben wird, der durch diese Störung verursacht wird. Als Christen sollten wir jetzt aktiv werden und uns an denjenigen wenden, der nicht nur das Leben in der Hand hat, sondern auch Einfluss auf die körperliche und geistige Gesundheit nehmen kann. Der Allerhöchste, dem wir uns stets in jeder Lebenslage anvertrauen können. Insbesondere möchte ich hier die Kraft des Fürbittgebetes erwähnen. Es stellt einen Akt der Nächstenliebe dar und ist im Alltag ganz einfach praktisch umsetzbar. Daher habe ich mich dazu entschlossen, eine Gebetsgruppe zu gründen. Diese starte ich online hier auf meinem YouTube-Kanal. Sie können sich gerne daran beteiligen und sich unter diesem Video im Kommentarbereich eintragen, sich aber auch über das Kontaktformular auf meiner Homepage bei mir melden. Jetzt schon vielen Dank fürs Mitmachen. Diese Gebetsgruppe wird ab sofort für alle von Narzissmus Betroffenen um Heilung der seelischen, aber auch körperlichen Wunden beten. Zur Teilnahme lade ich jene ein, die entweder selbst erkrankt sind, Opfer von Narzissten wurden, Angehörige oder Freunde haben, die unter dem Narzissmus leiden, aber auch jene, die sich um die Behandlung der Erkrankten bemühen. Es soll hier der Anfang für ein Netz aus Engagierten gemacht werden, die sich alle im mitfühlenden Gebet an den barmherzigen Gott wenden.
Teilnehmen können Sie, wenn Sie sich bereit erklären, täglich einen Rosenkranz in diesem Anliegen zu beten. Der Rosenkranz ist die stärkste Gebetsform, die wir als Christen haben. Seine Wirkung ist von vielen Gläubigen über die Jahrhunderte hinweg bezeugt worden. Machen Sie also mit. Ich freue mich auf Sie.